Guten Morgen. Noch mit leicht nassen Haaren, leicht viel nassen Haaren. Wünsche ich euch einen tollen Sonntag. Beachtet gar nicht den Krach im Hintergrund. Er bereitet da schon was vor, weil er will seinen Fernseher an die Wand hängen. An einem Sonntag. Mit der Hilfe des Nachbarn. Und Freund. Kann man das schon als Freund bezeichnen? Ich bin da immer ein bisschen sparsam mit diesem Begriff. Aber gut. Auch schon Kaffee, ich werde mit euch Frühstück und vielleicht kann ich das nachher mitfilmen. Wann kommt er hoch? So 3/4 Stunde ungefähr. Dann geht das da los und ich weiß ja auch nicht, was das werden soll. Ich habe etwas Angst, dass diese Halterung, dass die Wand die Halterung nicht hält, so. Nicht, dass die Halterung den Fernseher nicht hält, aber dass die Wand das nicht aushält. Ja, mal schauen. Das Wetter ist heute auch wieder so grau und grau und grau. Ich hoffe, wir gehen trotzdem nachher noch ein bisschen raus. Weil gestern war ja auch wieder Gewitter und bla. Und da ging sowieso nichts. Ja, aber ich muss gerne ein bisschen rausgehen. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Ja, wie gesagt, ich mache mir erstmal Frühstück. Und lasse den Tag sozusagen beginnen. Geht los, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ganz eindeutig. Ja, dann lass uns mit nach Hause tief nach vorne nehmen. Netzstecker ist noch dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt fallen lassen. Das ist ein schweres Ding, wa? Ja. Nur noch kleiner Ringe. Jetzt haben wir keinen Fernseher mehr. Hm. Macht nichts, oder? Es kommt schon hinein, wisst ihr? Wie aussieht? Weg sind sie. Okay. Hat sich schon erledigt. Oh Mann. Schade, als Beste habe ich das nicht drauf. Die Stange ist gerade umgefallen und haarscharf an diesem Fernseher vorbeigeschrammt. Das sah nicht so gut aus. Linie, Licht, Linie. Versuch mal auf Leucht. Das Papier aber anzuzeichnen. Wird schwierig, wird nicht hin. Ruhig nicht, was du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich ist die Lampe Schrott. Oder der Tisch, der gerade ziemlich vollgemüllt aussieht, macht ja nichts. Ist falsch rum mit dem? Wieso leuchtet doch? Ja, das ist viel zu hoch. Mach mal Licht draußen aus. Aha. So hell. Sieht ja nicht. Selbst nivelliert. Hast du schön Ware, hast du leider einen Strich in der Mitte und dann passt es. Ganz großartig. Was auch immer er einem damit sagen möchte. Oh, es blendet. Was ist so ein Strich im Gesicht? Ich weiß ja auch nicht. Du hast ja was anderes, die ganze andere in der Sicht, wenn du nie aufhörst. So, jetzt müssen wir nur noch die Höhe eben ausmessen nochmal für die Mitte, weißt du? Und dann haben wir hier, besser kannst du nicht arbeiten. Sagt er. Jetzt wird's spannend. Ich habe immer mehr Angst, weißt du das? So, also unterkante Fernseher haben wir. Die messen schon die ganze Zeit. Was kommt da raus? Nix. Zu niedrig. Dann müssen wir ein bisschen höher. Nehmen wir bis Oberkante. Und da unten ist der Fernseher. Hier ist die Kante 54. Und mal hier, hier müssen wir hin. Gut, also so wie vor und dann machen wir Löcher rein und dann werden wir es immer. Ich habe echt Angst. Vor allem bei solchen Aussagen. Also loslassen erstmal. Gut. Oh. Lass fallen. Ein bisschen höher sollte ja der Fernseher, also den nicht so niedrig wieder haben. Wieso willst du den jetzt auf immer doch an der Wand? Natürlich an der Wand. Den wolltest du doch mal nicht. Ja, wegen sauber machen. Geht doch jetzt direkt an, da kommt keiner sauber an. Eben, steht der Fernseher vor. Tolle Bordwurstellen. Es wird eigentlich irgendwie immer noch nichts. Die messen immer noch. In 4 Stunden wird immer noch gemessen.
Ich will nicht sagen, komm nicht her. Oder zu hoch, weißt du? Gar nicht. Ja, dass der zu hoch ist, wir kriegen die Scheiße nicht mehr eingehangen. Und unten hast du dann so viel Luft, das sieht scheiße aus. Mhm. Nee, dann kannst du dich ja rausziehen. Schieb den Mist weg. Und jetzt? Also nochmal auf? Ja, nochmal auf. Roms! Gut, Jörg, geh ich, Ding, muss los. Oh, man sieht mich. Wie schön. So, das war's. Der Fernseher steht wieder. So. Ach je, ach je. Und dann haben wir ja die schwule Halterung. Wie viel haben wir bis noch? Und es wird wieder gemessen. 62. Und gemessen. So, und gemessen. Die Höhe Räume. Und gemessen. Du wolltest hier oben. Auf 10 ist er. Ja. Und wieder weg, der Fernseher. Also wenn ich jetzt gleich niesen muss, ich hab gerade voll den Niesanfall. So, die Messer hast du. Es wird immer noch gemessen. Noch? Ja, 55. Oh, lieb. Dann haben wir ein Mittelloch. Das war ja nicht so verkehrt, war? Naja, das hatten wir vorhin auch schon. Und wie lange habt ihr das gemessen? 3 Minuten höchstens. Ja, klar. Sekunden. Passt. Gut. Machen die nur noch in der Mitte? Geht's jetzt endlich los? Sollen wir aufhören mit Sitzen? Blabla. Sonst hängst du das Ding hier. Nee. Das willst du nicht, glaubst du mir. So, jetzt, bitte. Action. Action. Dann sag mal nochmal, was du gerade gesagt hast. Aber richtig rum. Hallo. Ich sage, wir nehmen jetzt einen schwarzen Stift und malen auf der schwarzen Tapete jetzt die Löcher an. Ja. Genau. Wenn das nicht logisch so klingt. So, siehst du den Strich? Ich nicht. Ich auch nicht. Scheiße. Siehst du, wie ich... Platte. Ja. Nein, guck doch mal drauf. Was soll denn das jetzt für eine Scheiße hier? Ich würde das anzeichnen. Was soll denn das? Ah, gut, warte, hier haben wir die Kette immer ja. Hier hast du ja hoch oben Strich. Ja. Mitte. Oh, warte. Und hier kommen wir auch hin. Ja. So, der ist auch gerade. Oh, nein. Geradeaus. Halt, halt mal richtig fest jetzt, das volle Ding hier. Hast du? Mhm. Hast du eine Blubber? Komm hier runter damit. Jetzt haben wir das andere Ding. Reicht. Außerdem machen wir jetzt hier den Strich und wenn wir Glück haben, passt da. Guck mal. Glück, oh Gottes Willen. Also diese Aussagen immer, die sind irgendwie beängstigend. Ich glaube, jetzt kommt die Minute der Wahrheit. Ich würde trotzdem erst mal vor. Daniel bastelt jetzt. Ja, mecker ever. So, quietsch. Und zwar in einer Filtertüte möchte er jetzt den Staub von dem Bohrer auffangen. Ob das gut geht, kriegt er immer ein Klebeband dran. Man sieht ja gar nichts. Oh, bitte schön. Oha. Was denn? Oh. Jetzt sind 4 weiße Punkte an der Wand. Und was Rotes steht im Weg. Naja, gut. Oh, oh, schön. Ich kann da sagen, was los aber das geht mit die ewigen nee. Bei den Löchern jetzt nicht, ey. Alles Messen hat nichts gebracht. Da ist trotzdem irgendwas falsch. Nicht falsch. Hi. Mach die denn da? Und noch fest kommt. Warte. Aber.
Also mein Heiken hat sich in der Schüssel hinfahr. Ich glaube, die Katze war immer noch hier vorne. Warte mal, ich habe noch was kosten. Ja, jetzt hau. Nein, den habe ich nicht mehr. Das ist für eine Garage. Los, hast du aber auch die Natsche. Ja, deswegen ist es so, ja. Ah. Später passt. Hände, Mann, aber die Tapete. Du bist seit 6 Uhr immer so. Aber wie? Okay. Ja, bist du gut. Ich bin leider so fliegen, dass du mal weg darfst oder so. Ja. Ja, echt wahr. Ja. Was? Und jetzt kommt das Monster da ran. Jetzt müssen wir lieber mal ein bisschen festziehen. Wollen wir nicht? Hier? Das ist wohl diese Nein, das geht viel zu leicht. Passt da? Mhm. Ach, scheiße, gut, das war's. Ja. Stellen wir den Fernseher wieder normal auf. Schon war er ja vorhin schon mal wieder, ne? Hm? Ja, leichtbar haben, oder? Ja, der Fernseher ist riesig, ich glaube schon ein bisschen einstellen. Die andere Seite auch noch mal ein bisschen fest und dann reicht es ja. Hoffentlich. Geht das noch? Der Fernseher ist riesig. Aber hier, guck mal, du kannst ihn ja hier auch noch mal einstellen. Ja klar, für Schieflage oder was? Oben, Akku ist leer. Erstmal nur Probe hängen. Probe hängen. Nee, halt mal. Oh, weia. Was los? Habe ich schon erwähnt, dass ich Angst habe? Okay. Keine Angst. Aha, super! Dann sind wir schon zwei. Wenigstens gibst du zu. Ja. Du bist der da. Wir haben aber keine andere Chance, als den auszuziehen. Nee, ich muss den auch ab und zu vorklappen an den Seiten, damit ich an die Anschlüsse rankomme. Ja. Müssen wir jetzt sowieso, weil du einen Schrauber da drehen musst. Was muss ich dran drehen? Unten die Schraube. Welche Schrauben? Unten die Halterung. Ach Quatsch. Der will ja wohl justiert sein drauf. Der ist justiert. Der hängt lose drauf. Ja und? Reicht doch. Wo soll er denn hin? Der ist schwer nicht auch. Er muss unten die eine Kreuzung. Nein, muss ich nicht. Musste. Nein, da kommt doch keine Sau mehr heran. Wenn sie schwer ist, dann passiert nichts. Nein. Oh Gott. Das würdest du jetzt nicht so hängen lassen. Natürlich. Das ist nicht dein Ernst. Ja, der Fuß kommt noch ab, ja, aber mehr nicht. Alter, was denn? Naja, sei leider. Eben. Ist ja bei Weihnachten. Also, jetzt ist schon Weihnachten mal der mehr. Fuß weg. Du kriegst gleich die Schrauben aus. Das ist der Fuß. Von dem Fernseher, der denn da rankommt. Hier, oben liegt drüber? Ja. Oh, Mann. Jetzt kommen die letzten Schräubchen. Ich hoffe, der Akku hält noch. Kannst du doch. Ja, hinterher, wa? Los, Grau, runter. Oh, komm, halt mal fest. Ich hab noch ein bisschen Angst. Eigentlich kann man den ja so drehen. Da passiert überhaupt nichts. Knack. Ich weiß nicht. Jetzt halte ich ihn da hoch, oder? Ja. Wackel, wackel, wackel. Das wird nicht besser. Das wird China. Das wollen wir mal erwarten. Der Fernseher hängt. Das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Ja. Ui, das zu halten. Ja. Diese süßen kleinen Schräubchen. Ja. So, danke. Ja, ich komm runter. Ja, gut. So. Wir gehen jetzt wieder etwas raus. Ja. Sie hat nämlich das Spazierengehen für sich entdeckt. Das hast du jetzt mal schon gesagt. Ja, jeden Sonntag. Naja, jeden geht ja nicht. Naja, geht aber ja nicht. Man kommt irgendwie nicht drumherum, ist total furchtbar. Aber nächsten, sieht's gut aus. Geburtstag. Mhm. Da
Da spazieren wir nur eine Etage, zwei runter. Eineinhalb. Naja, ein bis fünf reicht doch. Ja, und mal gucken. Wir melden uns an den Wettages. Machen wir das? Ich glaube, ich schätze schon. Oh, ja. Ihr kommt mit. Ja. So, wir sind jetzt im Park. Mann, und wir suchen jetzt die Rehe. Ich sehe schon wieder so populär. Ich bin gar nicht. Die liegen alle ganz faul da rum. Sowas. Ja. Nee, da hinten steht eins. Aber ja. Super. Ansonsten sind sie alle faul. Wie schade. Komm doch mal her hier. Lalli hat aber Schaden vergessen. Egal. Hier haben wir noch ein Insektenhotel. Mag ich gar nicht sowas, aber egal. Wen haben wir denn da? Hallo. Oh, ganz ruhig. Du bist nicht so faul wie deine Freunde, was? Hallo. Das ist der gemeine Leopardenhirsch. Ja, natürlich. Die nehmen Flecken. Das wird's wohl sein. Stimmt. Ah, guck mal, lauter Möhrchen. Lauter Möhrchen. Ach so, deswegen bist du hier. Du hast ja was zu futtern bekommen. Ja. Verstehe, verstehe. Ach ja? Wartet ihr erst noch? Der steht gleich bei unserem Futterdruck. Ja. Ihh, guck dir mal den Boden an. Ist ja ekelhaft. Ich wundere mich, warum so knirscht. Steht da voll im Matsch. Haha. Daniels Freunde. Meine Freunde. Ihr seht ja auch mal lustig aus, so geschickt. Mhm. Sieht euch gar nicht. So, jetzt. Hallo, ihr seht ein bisschen auf die Kühe, ne? Guck mal, da kommt eine Mini-Kühe. Kann ich wieder zurückzoomen? Ja. Hallo, wir haben aber leider nichts für euch. Guck dir die dicke Plauze an. Oh Mann. Ach, hey, oh noch ein Kerl. Du bist ja ein Kerl. Kraulen. Kraulen hier, wa? Ran die olle Wolle hier. Ja? Bist du ein Trainer? Voll lieb. Ja. Voll lieb. Alle zahm hier, wa? Ja. Oh, wie Kater, mach wohl lang halt. Ja? Alter Zickenbock. Ist das lieb. Ja. Ja? Oh, ja, Malz. voll die olle Wolle hast du da, weißt du das? Ja. Voll warm, bist du doch mal? Nee, lass mal. Oh. Ist schon okay. So eine Schmusebacke, ey. Tschüss. Und wir laufen immer noch hier lang. Einen schönen grünen, ich hab Haare im Gesicht. Ja, Stunden später. So, jetzt siehst du, hier ist die Rodelbahn, sag ich doch. Das ist eine Rodelbahn? Das ist eine Rodelbahn. Aha. Ja. Oha. Und da laufen wir jetzt hoch. Chinesische Treppe, war Chinesische Treppe, alles klar. So, hier zweigen sich die Wege. Wir gehen aber da weiter. Oh, wir haben ihr Ziel erreicht. Wir haben ihr Ziel, ist ja auch klar. Jetzt ist die Rodelbahn von oben. Da nämlich. Hier geht's auch wieder runter. Da gehen wir auch nachher runter. Wie, man darf da nicht mehr rein. Wie böse. In die Liebeslaube. Meine Lieblingsstelle. Die Liebeslaube? Ich war da früher voll gerne drin. Unter der Kastanie? Da war das nicht abgesperrt. Ja. Wie gemein. Das ist abgesperrt. Voll böse. Echt gemein. Genau. Schöne Aussicht, die man leider nicht genießen kann von ganz oben, weil wir nicht mehr rein können. Genau, komm mal her. Von hier komm her schon. Da ist die Rollschuhbahn, glaube ich. Da, wenn ich mich nicht irre, müsste das die Rollschuhbahn sein. Ich war neugierig und jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Haha, und zurück, Marsch, Marsch. Willkommen am Ententeich. Lecker, lecker, lecker. Ach, trotzdem sind da Enten. Und die haben eine ganz eigene Insel da vorne. Schick, schick. Ganz toll. Ich habe das nicht umgedreht, na toll. So, das will nicht gefilmt werden. Guck dir mal weg. Oh, putzen. Putz
du es auch gut. Der eine meint da, wo die Spitze klappt für den Weihnachtsbaum. Ja. Der sieht noch lustiger aus. Ja, das ist für Halloween. Das ist für Halloween. Ja, und noch ein Gesicht. Guck mal, da ist schon fast ein Gesicht. Hm? Warte, geh mal weiter rum. Ja. Warte. Ja, schon wieder Matschepampe auf dem Boden. Hier, da ist schon ein Gesicht drin, sozusagen. Gut, dahinter ist die Rollschuhbahn nicht. Das habe ich vorhin gefilmt, aber hier vorne ist die Rollschuhbahn. Ich habe das da hinten gefilmt. Ja, vielleicht doch nicht ganz die Rollschuhbahn. Aber hier vorne. Und da unten ist man ja vorhin gewesen, hinter den ganzen Bäumen. Das sieht aus, als wenn ich schon lange nichts mehr wäre. Ja, das war schon, aber Rollstuhl sind auch, schon. Rollstuhl sind out. Ja, voll schade. Ich finde sie viel besser als die Inländer. Ja. Kommen wir zu den Vögeln. Hallo. Oh, das sieht aber gut. Die sind aber gut. Ah, die haben die da auch ganz so lieb. Ja, hinten sind blaue. Ah, süß. Ja, hinten sind blaue, hast du gesagt. Genau da hinten. Oh, guck mal, Ihmchen hier unten, das ist ja auch süß. Mhm. Hallo. Und so noch Rotkäppchen. Lass es euch schmecken. Guck mal, da oben ist ein Roter. Was? Wo ist ein Roter? So ein rosa Roter. Ach so, was ist das denn für eine? Das habe ich auch noch nie gesehen. Hast du die Paprika gefüttert oder wie, was ist da los? Sag den mal an. Sag den mal an. Da gibt es noch einen Schlüssel von. Der sitzt da hinten, aber sieht man ganz schlecht. Das ist ja seltsam. Die Nymphen sitzen hier, sind da Nymphen sitzen hier unten, oder? Das sind alle hier. Oh, der sieht aus wie mein alter Vogel. Ist der blau? Ja. Vielleicht ein bisschen heller, aber. Nee, doch. Oh. Oh, die haben sich auch lieb. Die verstehen sich alle. Wie toll. Echt Pech mit den Bussen. Schon das zweite Mal einfach gefahren. Ja, schon wieder weg. Und zurück. Müssen wir wieder 10 Minuten warten. Am wenigsten 10 und nicht 20 oder sonst was. Mit weiter mit spazieren. Na los. Daniel will freiwillig noch weitergehen. Das ist Denise, das Hallo. Ist Daniel. Das ist Jasmin. Und das ist das Minchen. Oh. Eingesperrt. Lass mich hier raus. Ach so. Wir sind draußen. Ach so, falsche Die Seite. Beiden sind drin. Voll versteckt. Ist heute voll gemein. Voll im Stressfieber hier heute. Minchen, hilf mir bitte. Ja, ist klar. Was war denn das? Ja, komm. Nicht so heulig, geh bloß auf die Finger. Oh, Mann. Ja, du kommst aus der Nummer nicht raus, mein Schatz. Du wirst auffällig. Oh weia. Hier ist was los. Chaostag, absoluter Chaostag, sag ich dann nur. Oh Mann. Da, im Heuhaufen. Wieder hin. Keine Ahnung, wo sie ist. Wir suchen Denise. Denise ist verschwunden. Sag ich doch, die kommt von der anderen Seite. Denise! Wir haben beschlossen, wir gehen jetzt Eis essen. Yeah! Daniel kommt nicht mit. Nein. Hat keine Lust. Pfeife. Hat er Pech. Bleib mehr für uns. Ja, genau. Ich brauch keine Salmonellen. Was Salmonellen? So ein Blödsinn. Hähnchen, komm. Mach mal Eis essen. Ich brauch keine Diarrhoeprophylaxe. Nein. Wir essen jetzt ein Eis. Oh nein. Hähnchen. Nami, nami, nami. Wieder zu Hause nach einem leckeren Eis. Oh. Ja, jetzt ist es. Ja, gleich. Fünf.
gelesen habe ich heute noch gar nicht, doch so ein bisschen. Heute Morgen. Ja, mal gucken, was ich noch so mache. Ich will wahrscheinlich ein bisschen mehr lesen. Ich will endlich noch ein Video drehen, dieses Fairfax-Video, aber ich weiß nicht, ob ich dazu komme heute. Das war ja doch ein bisschen spontaner gerade als gedacht. Würde ich mal meinen. Das war ja so nicht geplant. Wir haben die beiden unterwegs getroffen und dann, ja, sind wir halt noch Eis essen gegangen. Ja, habt ihr also die ganze Familie Nachbar kennengelernt sozusagen. Ja, fand ich gut. Okay, mal schauen. Ich muss erstmal wieder ankommen und gucken, was ich jetzt so heute noch mache. Heute gibt es bei uns Pita-Brot. Falls ihr euch wundert, warum da noch eine Gabel liegt. Ich habe mir aus den Resten nochmal einen Salat gemacht. Weil natürlich wieder eine ganze Tomate und so passt ja nicht was für Pita-Brote. Und die Gurke ist dann wieder erst übrig geblieben und meine Paprika und bla bla bla. Also dachte ich mir, ich mache mir noch einen Salat dazu. Erinnert das Bettchen zum ersten Mal so, wie ein Bettchen genutzt werden sollte? Sehr schön. Ist es doch nicht umsonst rausgeschmissenes Geld gewesen. So. Und? Nehmen wir schon auf? Ja. Ich bin im Fernsehen. Nein. Oh nein, was macht der da jetzt? Will er auch mit aufs Video? Oh. Nein, der flüchtet. Der hat keine Lust da heute. Ich auch nicht, ich bin hundemüde. Sieht aus wie Minion auf so einer Ecke. Also du fummelst ständig an deinen Haaren rum, wenn die Kamera läuft. Ja. Hast du mich nicht geschminkt? Ja, ich auch nicht. Ja, macht nichts. Fällt nicht auf. Eben. Du bist nie geschminkt. Selten. Er möchte doch als Video. Er möchte doch als Video. Ja, guck mal, hier ist die Kamera. Lass mich in Ruhe. Na ja. So, wir wollten uns eigentlich nur verabschieden für heute. Ja, eigentlich Arm total gute Nacht blöd. Sagen. Ne? Genau. Dein Arm ist blöd? Nein, dein Arm ist blöd. Wieso ist mein Arm blöd? Der drückt in meinen Rücken. Der ist gar nicht blöd. Oh, das ist meine Schulter. Nein, da. Ich meine ja auch das, hier. Da meine Hand ist an dem Po. Das kann nicht sein. Und meine Schulter ist hier. Und dann kann die gar nicht nur so drücken. Nein. Hilfe. Wieso Hilfe? Oh, ich heute Wahnsinn. Ist er eitel oder ist er eitel, ne? Ja. Gut, war ein langer... Wollt irgendwie jemand noch grüßen? Du wolltest jemanden grüßen. Ich wollte jemanden grüßen. Oh, warte mal. Batman. Oder Superman. Nein, wir grüßen heute mal Superman und seine geliebte Catwoman. Ich glaube, ihr wisst, wer gemeint ist. Ne? Ja. Und natürlich den Rest der Welt. Okay, und das war ein langer, langer Tag. Das war wahrscheinlich wieder ein langes Video. Doch länger. Gehe ich mal von aus, weil heute sehr viele ereignisreiche Sachen passiert sind, die nicht vorgeplant waren. Du siehst so verdreht aus. Ja, ich bin ja auch verdreht, weil dein Arm stört. Wieso stört er meinen Arm? Ist doch gar nicht wahr. Ja, genau, halt du mal die Kamera. Das ist doch eine gute Idee. Aber Hauptsache, du hältst das Mikrofon nicht zu. Ich weiß immer noch nicht, wo es ist. Ich weiß auch nicht, wo es ist. Wir werden es nicht hören. Ich habe Angst. Ich nicht. Ja. Okay. Dann wünsche ich mir euch eine gute Nacht und vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt. Wenn ihr mögt. Wenn ihr mögt. Mögt. Wenn ihr mögt. Morgen. Mögen. Ja. Morgen ist Montag. Okay, na dann. Montag ist schon Tag. Eben. Bis bald, ihr Spanner. Du musst doch auch machen. Also was weiß ich hier. Oh Gott.